Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von uns. Ich sage ganz bewusst uns, denn Hayley wird mich jetzt tatkräftig unterstützen. Ich hatte euch vor einigen Tagen ja gesagt, dass ich ein separates Video zu Hayleys Klamotten drehen werde. Jetzt blinkt auch noch mein Akku. Das ist so typisch, obwohl ich den vorhin erst geladen habe. Ich muss mir unbedingt einen zweiten anschaffen. Das Video soll sowieso nicht so lang werden. Ich brauche ja auch nicht großartig was dazu sagen. Das Einzige, was ich bestimmt tausendmal sagen werde, sind Wortwiederholungen wie das ist süß, das ist Zucker, das ist niedlich. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich fange jetzt einfach mal an. Die meisten Sachen sind von H&M und Ernstings und About You. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach an und zwar mit diesem Kleidchen hier. Das hatte Motte zum Geburtstag an. Dazu muss man wirklich nicht viel sagen, oder? Kombiniert mit einer Strumpfhose ist das so süß, auch vom Schnitt her. Mit der Katze vorne drauf, das ist ja sowieso Hayleys. Das ist schon gewaschen, deswegen hier auf dem Bügel. Das habe ich eben Gott sei Dank nicht vergessen, mit in diesen Haul zu nehmen. Was ist das hier? Genau, ein Hase. Diesen Pulli habe ich gesehen und wusste, das ist wie für Hayley gemacht. Ein glitzernder Hasenpulli, Gesundheit mein Schatz, mit einer Schleife dran, in cremekaki gestreift. Unfassbar schön vom Material, finde ich. Der ist innen so leicht kuschelig, aber ist halt auch nicht zu dick. Also für den Winter wäre er zu dünn, aber für den Herbst ist er perfekt. Wie bitte? Ein Schmetterling ist da drauf, genau, super Engelchen. Das jetzt zum Beispiel, was Hayley rausgesucht hat, ist von Tom Taylor. Das habe ich bei About You im Schnäppchen gekauft. Dieses Langarm mit dem Schmetterling vorne drauf in dunkelblau. Und dann sind das Aprikot-braun-goldene Pailletten vorne drauf. Das ist halt auch ein Oberteil genau für Hayley gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr günstig. Ich glaube 7 oder 8 €. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Klamotten sind so ein bisschen Hasen- und Katzenlastig. Aber genau die Tiere liebt Hayley halt total und gehörten zu ihren ersten Wörtern. Daher durfte dieser roséfarbene Pulli mit dieser kleinen Katze hier auch nicht fehlen. Der Pulli ist natürlich Motte auch sofort ins Auge gestochen und war das erste, was sie im Paket aufgemacht hat. Ich kaufe total ungerne Strickjäckchen bei H&M, weil ich finde, die sind immer total überteuert. Aber die hier hat es mir angetan. Ich fand, die sah sehr hochwertig aus und da habe ich gerne mal den Preis dann bezahlt. Das ist eine cremefarbene in so einem Strickmuster, wie gesagt, und hat so kleine Holzoptikknöpfchen. Und deswegen konnte ich nicht dran vorbeigehen und habe die mitgenommen. Und ich finde, diese Farbe kann man ultra gut zu allen anderen Sachen immer kombinieren. Das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Allgemein habe ich das Gefühl, dass viel in rosa und cremefarbenen Tönen mit dabei ist. Diesen Pulli hier hat sich Hayley ausgesucht, als wir online geshoppt haben mit dem Herzchen. Das ist auch ein Teil, das findet Hayley total faszinierend, weil das halt... ja, weil das halt total anlockt, wenn irgendwelche Sachen auf ihren Klamotten halt glitzern. Ich glaube, das ist nicht nur bei uns Frauen so, das ist schon in den Genen von unseren kleinen Kindern, dass es halt magisch anzieht. Und auch vom Material ist er wieder so, so schön. Und das mag ich halt total gerne, wenn Stoffe so ein bisschen elastisch sind, weil dann halten die doch länger, wenn unsere Mäuse mal so einen Wachstumsschub machen und plötzlich die frisch gekauften Sachen nicht mehr passen sollten. Dieses Langarm-Shirt ist der totale Favorit von Ralf gewesen. Er hat gesagt, das ist genau meine Motte, darin sehe ich sie. Das ist ein grau-weiß meliertes Langarm-Oberteil mit einer dicken, fetten, glitzernden Schleife vorne drauf. Was ich besonders cool finde, ist, dass es hinten länger ist als vorne. Ich selber trage das auch gerne, weil ich finde, bei uns Erwachsenen kaschiert das ganz gut. Und für die Kinder ist es zur kalten Jahreszeit auch nicht schlecht. Ja, eine Schleife ist das, wenn es am Pyjama ein bisschen länger ist und warm hält, ne? Ich hoffe, ihr könnt das alles so farbgetreu erkennen, denn das Wetter spielt uns gerade so ein bisschen nicht in die Karten. Sonnenschein, Weltuntergang. Sonnenschein, Weltuntergang. Hayley hat hier auch was ganz Tolles rausgesucht. Da konnte ich nicht widerstehen. Und Ralf, als er das gesehen hat, ist dahin geschmolzen. Wer unsere Family Vlogs lange verfolgt, weiß, wir lieben Chiller-Sachen. Und irgendwie hatte Hayley nie so ein passendes Outfit. Jetzt will ich das anziehen. Du bist so süß. Willst du deine neue Jogginghose anziehen? Ich zeige sie nur einmal ganz kurz. Das ist in einem wunderschönen Altrosa mit schwarzen Minimäusen dran. Und passend dazu... ein Goldstück. Das Oberteil auch. Unwahrscheinlich toller Stoff. Sehr ja, weich, kuschelig, aber auch schön warmhaltend. Also nicht so ein Billigstoff. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, sondern da fühlt sich so ultra gut an. Und das Motiv, es passt einfach zu unserer Motte und genau, es passt so gut, dass sie es dann auch direkt einmal anziehen möchte. Ich glaube, ich habe bei dem sogar Größe
Nee, auch 92 genommen. Warte, warte. Nee, jetzt hast du es falsch rum an Engel. Das ist falsch. Da rein. Zack. Da auch rein. Ja, hast du dir aber eine tolle Hose ausgesucht, wa? So, einmal hinstellen. Nee, warte, noch nicht. Wir sitzen wieder an Ort und Stelle, als wäre nichts gewesen, aber es sind wirklich schon 2,5 Stunden vergangen. Wir waren eben draußen. Ja. Die ganze Zeit haben noch das Wetter genossen, während der Akku aufgeladen hat, denn der ging ja einfach auf. Und dann haben wir eben noch Mittag gegessen. Stehen geblieben waren wir bei dem coolen Jogginganzug oder das Set bestehend aus Hose und Pulli, was wir als Schillerklamotten nehmen. Jetzt hat Hayley uns hier schon eine Hose ausgesucht. Die haben wir gekauft bei Zara. Die hat gekostet 12,95. Größe 98 haben wir genommen. Da sind ganz viele kleine, ja, Sternchen sollen das sein, so schneeflockenartig drauf gemacht. Das ist so Art Kord und in Grau. Da sind auch Sterne drauf. Genau. Was zeigst du jetzt? Übrigens, guck mal, wie Hayley aussieht. Hat sie nicht toll Mittag gegessen? Und wir waren ja auch draußen und so sieht das Kind auch aus. Wow, wow, wow. Wow. Genau, das ist ein Set von H&M, bestehend aus Langarmoberteil mit dem... Genau, mit einem Hasen in so einem Roséton. Das ist die passende Hose dazu. Ich finde das richtig süß, weil sie hat ja auch in Grau so ein Hasen-Outfit. Passend dazu noch mit Halstuch, aber das hatte sie sich schon mal geschnappt und bekleckert. Deswegen ist das gerade in der Wäsche. Was hast du da? Aha, das hat sie noch von der Omi geschenkt bekommen. Das ist ein Kleidchen von Ernstings. Richtig Ernest. Toll. Wie bitte? Ernest. Ernstings. Da sind wir wieder beim Thema Ö oder E. Auf jeden Fall ist das, ich wollte mal gucken, 82% Baumwolle und 18% Metallfasern. Auf jeden Fall schön elastisch und dann auch hier in Kombination mit einer Strumpfhose finde ich sowas immer richtig toll, gerade im Herbst. Ne, mit so einem Booty-Muster ist mit einem Teddy und dann sind da auch so goldfarbene Flöckchen oder irgendwas drauf. Der hat gekostet 12,99 €. Was machst du? Das Haar ordentlich. Du machst das Haar ordentlich, dann zeige ich den Zuschauern weiter, was wir noch hier so für dich haben. Der ist nämlich auch ultimativ süß. Ein Latzrotz. Ja. Ein Latzrock in Kord rosa. Den hat sie von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich finde sowas so süß bei Kindern, wirklich. Ich hatte nämlich vorher einen bestellt gehabt bei H&M. Den habe ich zurückgeschickt, weil der wirklich sehr, sehr kurz war und auch viel zu eng. Das ist jetzt Größe 92, glaube ich, ne? Nee, 98 sogar. Aber der passt richtig gut. Und da auch mit Strumpfhose, ne? Ihr merkt, ich und Strumpfhosen, ich mag diese Looks total gerne in dieser Jahreszeit. Dieses Oberteil habe ich euch, glaube ich, schon mal in einem Vlog gezeigt. Aua, Motti, das tut Mama weh. Aua. Bei About You, Kidoki heißt die Firma. Langarm, blau-grau gestreift. Hallo. Und auch mit diesen wunderschönen silberfarbenen Paillettensternchen auch. Wie für Motte gemacht. Jetzt zeige ich euch einmal so die unspektakulären Sachen. Die sind hier gerade auf einem Haufen. Ich habe einen 6er-Pack Kurzarm, also ohne Arm-Bodies gekauft. In der Farbe Weiß, Altrosa, Aprikot, nochmals Weiß, nochmals Weiß und in so einem... Ja, Topton würde ich behaupten. Ich finde die Teile einfach genial. Gerade unter einem Pyjama ziehe ich ihr das gerne an oder eben auch unter einem Langarm-Oberteil, weil es ist halt in den Häusern und Wohnungen nicht so kalt und dann schwitzt sie halt schnell. Maus. Genau, das wollte ich euch nämlich jetzt als nächstes zeigen. Ich habe unzählige Socken gekauft, denn Hayleys Füße wachsen schneller als das Unkraut bei uns im Garten. Die hat solche Füße mittlerweile. Sie trägt wirklich schon Größe 24 und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann hat sie 25. Also lebt auf hohem, großem Fuß. Und deswegen mussten ganz, ganz viele Socken akut wieder her. Und da habe ich eigentlich nur zugeschlagen bei H&M und Ernstings. Am meisten kaufe ich die eh bei Ernstings. Bei diesem Mäuseexemplar musste ich sofort hier an ihr Jogger-Outfit denken. Es ist ja kein Jogger-Outfit, das nennen wir ja nur so. Dann hat sie noch unzählige, das sind die, die sie heute trägt, mit Hasen und Mäusen vorne drauf. Dann welche ohne Anti-Rutsch-Stoppel, weil in manchen Schuhen ist das irgendwie nicht cool, denn stoppt das so doll, dass sie gar nicht reinkommt. Da haben wir hier so ein 2, 4, 6er-Pack genommen, mein 5er-Pack, ich kann nicht zählen. Und da sind dann halt Hello Kitty-Figürchen drauf, rosa, grau, weiß, pink und dunkelgrau. Ja.
Genau, die dicken sind mit Anti-Rutsch. Die hier auch. Das sind diese Standards von H&M. Die kennt ja, glaube ich, auch jeder. Weiß, rosa, altrosa gibt es auch in unzähligen Farben, kosten 5 Euro. Die haben wir schon, glaube ich, von Geburt an, weil die wirklich richtig cool sitzen und auch schön dünn sind. Dann haben wir unzählige Strumpfhosen zu unseren ganzen Outfits gekauft. Einmal das Zweierpack war dieses hier, glaube ich, in beige und in lila. Und da finde ich irgendwie so von der Struktur der Strumpfhose das super schön, halt nicht so schlicht. Ich finde aber auch, die Strumpfhosen bei H&M sind relativ teuer. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nur nicht gewohnt bin zu kaufen, aber normalerweise habe ich das Gefühl, dass die echt teuer sind. 2 Stück, glaube ich, 10 Euro. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber vergleichsweise. Dann habe ich gekauft einmal rosa, das ist so rosa meliert. Genau, rosa. Und einmal die graue hier mit den Herzchen. Ich meine, die kosten jetzt ein bisschen mehr, aber dafür haben sie auch andere Muster, ne? Ja, okay, das müsste man vielleicht auch bedenken, Jule. Egal. Auf jeden Fall, bei Ernstings haben wir auch Strumpfhosen gekauft. Da sind einige auch jetzt schon in der Wäsche. Die weißen, die immer typisch sind jedes Jahr. Denn eine dunkelblaue, eine pinke, eine rosane. Da muss ich ja jetzt nichts Großes zu sagen. Und wir haben für Hayley besorgt einmal, total unspektakulär, aber sie trägt ja jetzt teilweise schon Stunden am Tag keine Pampi mehr. Sie macht das ganz, ganz toll mit ihrem Töpfchen. Und dann habe ich hier einfach so Schlüppis besorgt, einmal in zweifacher Ausführung, weil ich finde den Preis einfach unschlagbar. Dazu dann auch ein Hemdchen. Das trägt sie dann anstelle von den Bodys, was sie sonst halt abends oder nachts trägt. Genau, das gleiche nochmal in rosa und einmal in weiß mit vielen, was ist da drauf? Genau, mit Herzchen. Und vorne steht drauf, hier zum Beispiel, My Little Heart. Und Herz. Auch ohne Arm. Da ist ein Herz drauf, genau. Herz. Ach, hier fällt mir noch eine roséfarbene Strumpfhose auf den Schoß, auch von H&M, Vorsicht Hase. Hier ist das Halstuch aufgetaucht, übrigens, wovon ich vorhin gesprochen habe. Und die Flecke sind noch drauf, das heißt, es ist nicht mit in die Waschmaschine gegangen. Muss es aber noch, wie der Rest der ganzen Wäsche. Wir haben gekauft bei TK Maxx, das habe ich in einem Vlog schon mal gezeigt. Nee, das ist kein Body, Engel, das ist ein Hemd. Das ist kein Body. Diese graue Hose hatten wir da mitgenommen. Das ist schon Größe... Nee, ist 92. Die wirkt riesig. Aber wir haben allgemein total Schwierigkeiten, mit ihrer Größe zurzeit Jeanshosen zu finden, weil sie so faszinierend süße kleine Oberschenkel hat, die so schön dick und knautschig sind. Aber eine 92 ist viel zu eng meistens. Was ist los? Das ist nicht schlimm, Hayley. Die 98er sind meistens viel zu groß. Also es ist momentan ganz schwierig, irgendwie was Passendes an Jeanshosen zu finden. Jetzt wackelt ihr gerade ein bisschen, weil Motte am Tisch lang balanciert. Wow, Hayley setzt sich gerade hin und macht Pipi. Was für ein sensationelles Video hier heute. Das hat oben auf jeden Fall schön Stretch. Hier kann man die Größen auch verstellen, das finde ich auch immer ganz wichtig. Und hinten halt so aufgenähte Taschen. Bei H&M ist in der Bestellung auch eine geblieben. Ich hatte unzählige bestellt, aber ich glaube, das waren 6, 7 Stück. Diese hier ist übrig geblieben und die andere. Die hat auch oben wieder ein schön breites Bündchen, was man natürlich auch verstellen kann. Und hat halt einfach so einen ganz normalen Denim-Look in der hellen Variante. Hinten richtig mit Tasche. Vorsicht, Mäuschen, nicht wegrutschen. Sitzt immer gut und ich finde das halt auch wichtig, dass es in der Jahreszeit auch immer ein bisschen ja, der dickere Stoff ist. Wir haben sonst immer viel diese Jeggings gekauft, aber die finde ich jetzt einfach viel zu dünn. Und die gefiel mir am allerbesten, alleine auch von der Farbauswahl. Das ist so ein Rosenholzton, richtig hübsche Farbe. Und das ist eine Jeans auch in 92, genau wie der Rest. Hier so ein kleines, genau, Herzchen ist da drauf und ist genauso eigentlich wie die helle Jeanshose auch. Passt wunderbar. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass diese Hose hier total so ein niedliches Detail hat, nämlich diese Riffeln hier vorne. Das habe ich auch bei einigen Hosen und ich finde das total schön, weil es ist halt gewollt. Das ist nicht, weil die Hose zu eng ist und dann halt diese Streifen legt. Und ich sehe gerade, bei der blauen ist es genau das gleiche. Die hat auch dieses kleine Detail. Also noch etwas cooleres noch oben drauf. Und dann haben wir zur Abwechslung hier nochmal Strumpfhosen. Einmal in Creme und Cappuccino. Ja. Und diese hier hat an den Knien eine Katze. Hat die das auch? Nein, eine Katzi, ne? Genau. Auch von H&M gewesen. Und das Kleid fand ich auch so bezaubernd. Und zwar von Ernstings in Größe 92 habe ich es genommen. Ich wollte es erst in 98 nehmen, aber das war wirklich sehr, sehr riesig. Und ich glaube, von dem, weil das Größe ausfällt, wird sie noch den ganzen Winter was von haben. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Kleidchen hat gekostet 12,99 Euro und hat so viele schöne Details. Einmal hier oben am Ärmel, richtig süß gemacht. Und halt auch das Kleid an sich, so vom Schnitt. Ich finde das so hübsch und hat halt so kleine Stoffbommelchen dran. Ich mag sowas total gerne. Und dann sehe ich hier noch einmal ein Herz. Genau, ein Herzchen ist auch wieder mit dabei. Also ganz, ganz toll. Und da finde ich auch den Preis wirklich super legitim. Mal abgesehen davon, dass ich voll gerne bei Ernstings einkaufe, ne, mein Schatz? An den Ärmeln hat es auch nochmal hier ganz, ganz süße, kleine, feine Details. Ganz, ganz toll. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wozu dieses Kleidchen wieder super aussehen wird. Zum Beispiel hier zu diesem Cappuccino-Ton. Zu Strumpfhosen und Booties. Bitte, meine Süße. Booties. Und zu guter Letzt hat Motte bekommen. Das wurde auch mal wieder Zeit. Ja, darfst du anziehen und dann können wir den ja mal einmal zeigen. Einmal reinschlüppen. Einmal drehen. Komm mal her, mein Schatz. So. Super. Warte. Gott, ist der süß. So. Klasse. Pop. Komm her. Oh, du schwere Maus. Tada! Das letzte Teil in der Runde. Wir haben Heidi einen Bademantel besorgt, denn sie liebt Bademantel. Ich lebe ihr das vor. Jeden Morgen schlüpfe ich als erstes in den Bademantel. Und Heidi hat ja einen gehabt vorher von Zara, aber da ist jetzt wirklich eindeutig rausgewachsen. Und da musste ein neuer her und ich fand bei dem total süß, ein neuer, genau, dass der so ein Hasenkapuzenteilchen hier hat, ne? Und wir haben hier extra Größe, ich glaube 104. Ja, wir haben extra Größe 104 genommen, damit der schön groß und fluffig ist, weil ich finde es viel, viel schöner, wenn Bademantel so schön zum Einmuckeln ist und nicht so hauteng, weil der muss nicht hauteng sein oder irgendwas betonen, der muss einfach nur bequem sein und somit hat sie wieder viel länger was davon. Der hat an der Außenumrandung so ein Karo-Muster nochmal vernäht. Und mir war ganz wichtig bei einem Bademantel, dass der 100% Baumwolle hat. Es gibt so viele Kuschelbademäntel, aber ich finde, wenn man wirklich aus der Dusche rauskommt, dann saugt ein Bademantel, der nicht aus Baumwolle besteht, das Wasser halt nicht so richtig ab und dann ist das irgendwie immer so klebrig. Ich weiß nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was ich meine, dieses Gefühl. Huch, soll ich ausziehen? Ja. Bitte? Genau, der war jetzt von Ernstings und der hat gekostet... Ernstings, 14,99 Euro, da kann man nun wirklich nichts zu sagen. Uhuhu, genau, morgens hat Heidi dann jetzt auch immer eine. Jetzt können wir alle Sachen waschen, denn ich habe euch jetzt alles gezeigt, was wir gekauft haben und was sie zum Geburtstag bekommen hat. Das haben wir jetzt alles zusammengepackt, weil wir hatten schon gesagt, sie braucht nicht 1000 Spielzeuge, deswegen werden wir schöne Bestellungen aufgeben für die Herbst-Wintersachen. Ach ja, die Jacke hat sie ja noch bekommen. Und ihre Regenjacke. Wir haben die Regenjacke vergessen, Hase. Die Regenjacke müssen wir noch zeigen. Siehst du, die hätten wir fast vergessen, euch zu zeigen. Ralf und ich waren ja die ganze Zeit auf der Suche nach einer Jacke, die Heidi für draußen benutzen kann. Zum Toben, zum Spielen bei Wind und Wetter. Und die haben wir bei Ernstings entdeckt. 24,99 hat die gekostet. Aber ich fand die so toll, halt dieser Regencape-Bezug. Wie nennt man das? Stoff, wie auch immer. Dieses wasserabweisende. Und innen drin so ein Polyesterstoff. Bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Ich mag Polyester nicht so gerne. Aber für innen drin, der wärmt halt ziemlich schnell. Und wenn sie dann nur so einen Langarm drunter hat, finde ich, ist das die perfekte Mischung. Und da bin ich so froh, dass wir den gefunden haben, weil wir haben wirklich sehr, sehr lange online, wie auch in den Geschäften gesucht. Wie bitte? Mann, Milch, das Haus, Mann, Milch. Ja, wir haben heute von dem Mann Milch bekommen, ne? Während Heidi jetzt versucht, hier ihre Jacke noch zuzumachen, werde ich alles verräumen und kann dann... Hayabu. Willst du kein Hayabu machen? Nein. Oh, ich denke schon, dass du gleich müde bist. Auf jeden Fall kann ich endlich alles waschen. Das habe ich jetzt so lange vor mich hergeschoben. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses laute, aktive, chaotische Video gefallen. Ein Klamottenhaul mit Kind und einer Vlogkamera mit den schlechtesten Lichtverhältnissen der Erde. Aber es hat mir ultra viel Spaß gemacht, irgendwie mit Motte. Vielleicht sollte ich das in Zukunft öfters machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, ne? Wenn wir das toll gemacht haben, trotz Chaos. Was sagst du? Und vor allem so schick, wie Heidi aussieht, ne? Wir wünschen euch ein zauberhaftes Wochenende und bis Montag.
Das war ein bisschen doll. Okay, Miss Euphoria. Pipi. Was? Heißt das Tschüss? Ach so. Bye.